Moin Moin, willkommen zurück zur weiteren Runde von Legion TD2 Ranglistenmodus. Ich nehme einen Champion. Welcome to Nova. Ja, sehr schön. Das gefällt mir tatsächlich schon mal ganz gut. Ist jetzt die Frage, was nehme ich? Nehme ich den Nimbus oder nehme ich den Archer? Seeschlangen sind super stark. Ich glaube, ich mache das so. Ich nehme die Seeschlangen mit. Und mache den Nimbus zum Champion. Den Archer lasse ich erstmal raus. So machen wir es. Nimbus, Champion, Worker, Upgrade. So ein Ding ist das. So, Mini-Skelett und Elementar. Oh, zwei Sakura-Blumen. Holy shit, wir müssen auf vier gehen. Müssen auf jeden Fall auf 4 gehen. Das war unglücklich. Aber das Skelett, das kleine Skelett ist halt übelst schwach. Am Anfang. So, wir packen einen Wolf hin. Erstmal. Und dann hoffe ich, dass ich in der nächsten Runde genug Worker, genug Material zusammen habe, damit ich mir eine Turtle leisten kann. Ja, das ist sehr gut geblockt. Turtle rein. Leider nicht. Aber jetzt schicken wir die mit rein. Mache ich erstmal so mit den Kettenfäusten. Bisschen abwehren. Was haben wir überhaupt für Zauber? Titan, Embargo, Kreditor. Kreditor ist schon stark, um mega viel aufzuholen, ne? Gucken mal. Okay, da ist ein Meeresdrache noch mit drin. Ah, der heilt das Ding hoch. Schade. Schade. Das wäre ich ab, kein Problem. Wir könnten auf 6 nochmal Turtles probieren. Das ist, glaube ich, gar keine schlechte Sache. Beziehungsweise dann Robos reinhauen. Weil bei ihm ist bei 6 ist das weg. Und bei mir muss ich dann halt Robos reinpacken. Aber 6 ist schon sehr stark. Holy shit. Der hat ja übelst viel gebaut. Das passt mir ja gar nicht, dass der so viel gebaut hat. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Oh, schon auf jeden Fall ein Worker nächste Runde, das ist klar.
Habt auch viel zu viel gebaut. Ich hau Robus mit rein. Wichtig ist einfach nur, dass die Blume abkackt. Der Rest ist nicht so wichtig. Die Blume soll einfach nicht hochskalieren. Das will ich verhindern. Da brauche ich 160 für ein Upgrade. Könnte schon mal. Ich pack noch Wölfe hin. Ich pack noch ein bisschen Verteidigung mit dazu. Ja, sehr gut. Das sollte auf jeden Fall was bringen. Die Blume müsste down gehen. So viel kann er gar nicht hochheilen. Ja, so wollte ich das sehen. Sehr gut. Ich glaube, wir schicken auf 8 lieber einfach mal noch ein paar Turtles. Das ist kein schlechter Plan. Ich kacke meine Wölfe halt ganz gut ab. Aber die Wurzelqualle hält gut dagegen. Bei mir sind Turtles unheimlich gut. Weil die den magischen Schaden. Weil die den magischen Schaden blocken von der Blume und den Seepferdchen. Mehr Turtles rein. Damit die auch nächste Runde schön verkacken. Ah, guck an. Worker können wir noch mal reinpacken. Kann auf jeden Fall noch mehr Worker reinpacken. Wir können noch ein Upgrade machen. Ich mache ein Upgrade und nächste Runde 2 Worker. So machen wir es. Schnecke mit rein. Der ist auf jeden Fall am Arsch. Weil Magieschaden kriegt der mega auf die Fresse und er kriegt ja auch 5% mehr. Wie man hier drüben an der Tabelle sehen kann. Also der kriegt jetzt ordentlich auf die Fresse. Auch wenn er da jetzt 2 von den Bonecrushern stehen hat. Die Turtles haben gut abgewehrt. Blume down. Seepferdchen down. Sehr gut. Er hat sogar noch Goldwerfer. Wir könnten dann auf der 10 noch schicken. Arkane Verteidigung ist dabei. Er hat auch sehr viel Magieschaden. Gehen auf jeden Fall auf die 10. Hundertprozentig. Noch ein Nimbus rein. Großvater macht die platt, hat Arkane Verteidigung, ist gut gegen das. Brauchen wir nur noch Magie mit reinschicken.
Das wird gut. Da könnt ihr auch Magie reinschicken oder ein bisschen Stich vielleicht. Jawohl. Alles abwehren. Ja, gegen die Elementare ist ein Maulwurf halt super stark. Unser König ist noch schwach. Was nicht so wild, die haben schon mega auf die Fresse gekriegt. So. 345 dafür. Seeschlangen sind auf jeden Fall eine gute Variante. Ein Rocker noch mit rein. Noch mehr Robos. Und eine kleine Schnecke. Ja, und dann eventuell 14. Upgrades machen, dann auf 14 gehen. Blume weg, jawohl. Blume weg. So wollen wir das sehen. Sehr gut. Kein Problem. Ich habe noch genug Einheiten stehen. Es gibt auf jeden Fall Gold. Es wird noch nicht reichen. So, King und dann auf 14. Ja, doch, ich nehme auch Titan. Mach den noch mal größer. Und jetzt bauen wir hier so ein paar von denen hin. Die werde ich aber nicht upgraden. Die werde ich nur benutzen, um zu heilen. Okay, er hat jetzt noch mehr Heiler gebaut. Abgewehrt. Neue Rocker holen. So, jetzt kann ich mir mal so einen Wolf upgraden. Pack auf jeden Fall noch mal eine Seeschlange hin. Jetzt sammeln wir lieber ein bisschen mehr. Weil hier werde ich dann Aufprall einfach mit reinschicken. Und er könnte... Da könnt ihr auch Aufprall schicken, Stich wäre nicht schlecht. Abgewehrt, wird auch abgewehrt. Ja, drüben die kämpfen, wir haben da schon ein bisschen zu kämpfen. Und gerade 14 ist für die eine schlechte Wave. So, wir könnten jetzt ihn noch nicht upgraden. Können noch mehr Heiler holen. Das können wir machen. Und dann packe ich hier noch einen Wolf hin.
Unsere King ist noch nicht wirklich stark. Die werden jetzt, haben jetzt gesammelt, werden jetzt was schicken. Gucken wir mal, aber die Wölfe haben natürliche Verteidigung, die halten da gut dagegen. Oh, okay. Also. Auf jeden Fall ein Pack-Leader. Das ist klar. Und dann den Ogre. Ogre muss sein. Dieses Furzgeräusch. Ogre muss einfach sein, weil ich den Aufprallschaden brauche für die Bone Crusher. So, Upgrade, Upgrade. Noch eine Wurzelqualle. Zack, Ende, Schluss. 90 kriege ich noch zusammen. Ich hau noch einen Blut rein auf jeden Fall. Oh, und dann noch eine Schnecke halt. Ja, kann man auch eine Schnecke mit rein. Heilige Rächerin hat er zwei hingestellt. Da wäre Stich jetzt nicht schlecht. Aber wir gucken mal, wie wir so durchkommen. Wir haben jetzt lange gesammelt. Die sammeln immer noch. Holy shit. Kommen wir sehr gut durch. Hoffen wir einfach mal, dass das gewesen ist. Ansonsten müssen wir ein Resend machen. Wir müssen auf jeden Fall reinschicken. Falls wir es überleben. Aber es sieht gut aus. Sehr schön. Victory. Ja, hat perfekt gepasst. Zu viele Healer. Zu wenig Schaden. Ist ein guter Titel, oder? Den nehme ich. Das war eine weitere Runde Legion. Schaut doch gerne bei den anderen Videos vorbei. Zum Beispiel hier zeige ich immer wieder gerne 200 Worker. Das war eine geile Nummer. Bis dahin, ich wünsche euch einen spannenden Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.